Das Gesicht habe ich irgendwo schon mal gesehen. Mein Gesicht haben Sie schon mal gesehen? Aber nicht woanders. Nee, nee. Das trage ich schon 36 Jahre im gleichen Fleck. Wacken hatte ja eine Heavy-Metal-Gruppe und die musste ja mal irgendwo live spielen. Und deswegen ist das in Gang gekommen. Ich glaube, die Dame, die war die, oder ist die Mutter von dem jungen Mann, der den Wackenschädel damals gezeichnet hat als allererstes. Aber das Stolze war, wir beide standen in Kanada an den Niagara-Fälle. Und da hat uns ein kanadisches Pärchen hatten wir gefragt, ob sie uns mal fotografieren können. Und er fragte mich, wo wir herkamen. Und ich sage, auch kennen Sie sowieso nicht, wir kommen aus Schleswig-Holstein, kleines Nest. Ich sage, das alles Wacken. Ah, Open Air. So, da haben wir beide ganz doof geguckt. Das ist doch die Mutter von Marc, oder nicht? Marc Ramsauer. Ja, der den Wackenschädel gemalt hat. Genau. Das ist die Mutti von dem Mann, der den Wackenschädel gemalt hat. Ist er. Ja. Die Niagara-Fälle sind in Kanada. Sind die nicht in Afrika? Ja, so ungefähr. Nee, das sind die Victoria-Fälle. Ach so, Geometrie war noch nie so meine Stärke. Also dieser Wackenschädel ist dieser Dame zu verdanken, die einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. Und dann hochinteressant ja immer der ganze Stau im Dorf. Also das ist super. Ja, das wollen sie ja dieses Jahr vermeiden. Das ist aber schade. Es ist ja gerade das, worauf die Leute sich freuen. Die Mutter und ihr Mann haben ja mal jahrelang den Jugendraum geleitet in Wacken oder Sportlerheim. Ja, oben am genau. Stadion. Jeden Montagabend war ja mal Party, da warst du auch sicherlich noch. Aber hat hallo. Ja, noch DJ gemacht hier. Da durftest du noch gar nicht rein, als ich schon da war. Ich darf natürlich. Da warst du 13. Was? Da warst du 13. Ja, egal, darf die rein. War ich 13? Samstag, der 19. Juli und es ist jetzt 19 Uhr irgendwas. Hier in Wacken wird fleißig gearbeitet und es wird jetzt vor der Bühne eine Straße gebaut, damit die Fahrzeuge, die die Bühne aufbauen und das schwere Material heranbringen, nicht über den Acker fahren müssen und somit auch nicht im Matsch stecken bleiben. Wir bauen praktisch jetzt ein U um die Bühne, dass du hier reinfahren kannst und da drüben wieder raus. Das ist neues Material, das wir hier gekauft haben. Das ist das erste Mal aufgebaut, na klar hast du dann immer so ein paar Probleme. Zeltbauer und so, die haben vorhin die ganzen Scheiße da mit der Hand reingetragen, weil es einfach nicht weitergeht. Was willst du machen? Wie läuft's bei euch? Ja, ganz gut, kennst du ja. Wie jedes Jahr. Läuft einwandfrei. Das Essen könnte noch ein bisschen besser sein. Kennst ja Manni. Wer war so ein Bühnenaufbauer, Arsch? Also, da muss ein bisschen Kritik abkönnen, auch Manni, oder? Wenn er sagt, da, mein Essen war scheiße, dann ist das so, weil er vielleicht keine 3 Schnitzel gekriegt hat, sondern nur 2. Weil die auch Berge fressen, weil sie wenig arbeiten, aber viel essen müssen. Also es ist ein riesengroßes Catering, was es hier gibt, in eigentlich immer sehr ausreichender Menge. Ja. Man muss natürlich sagen, dass es halt auch der Tatsache mit 3000 Mann zu verpflegen pro Tag geschuldet ist. Circa 1800. Dass man halt die Auswahl etwas geringer halten muss, weil man die Menge erschaffen muss. Das ist manchmal, wenn du 3 Wochen hier auf dem Acker bist, nach dem 4. Tag wieder Königsberger Klöpse hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Gourmetzungen dann dadurch nicht verwöhnt werden, aber man wünscht sich ja manchmal etwas mehr Auswahl. Aber wie gesagt, durch die Menge, die man hier abliefern muss, ist das Wacken-Catering schon okay. Für mich. Es gibt andere Kollegen, die haben hier und da Schwierigkeiten mit dem Catering gehabt. Ja, das stimmt. Das lag aber daran, dass mir Manni in irgendeinem Jahr meine selbst mitgebrachte Wurst beim Frühstück weggenommen hat. Echt? Ja, hat er gemacht und hat sie seinem Hund gegeben. Und das nehme ich heute noch übel. Ja, ohne Scheiß, das hat er Manni gemacht. Ja. Die Wurst habe ich mir gekauft, weil mir die Wurstauswahl zu gering erschien. Und Manni konnte das nicht verkraften, dass ich in seinem Catering meine Wurst gegessen habe. Und hat er mir die weggenommen und hat sie seinem Hund gegeben. Aber ihr hättet euch doch auch Essen wünschen können, habe ich ja auch getan. Was hast du dir gewünscht? Ja. Apfelpfannkuchen. Und wo waren denn die Apfelpfannkuchen? Die hat André extra für mich gebacken. Ja, aber auch nur für dich oder was? Und wir haben die nie gekriegt. Zum Nachtisch. Ja, für dich. Für mich Apfelpfannkuchen. Ja, für dich, ja. Ja, 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 denk mal drüber nach. Tongrube? Wie viel Tonnen Material verbaut ihr? 480 Tonnen sind es dieses Jahr. Ja, normalerweise haben wir früher mal geantwortet, wenn wir das ganze Material aneinander rein würden, kommen wir einmal um die Erde. Die 480 Tonnen sind geraten. Die waren immer geraten. Die waren noch nie richtig. Aber so eine blöde Frage gibt eine blöde Antwort. Aber willst du denn wissen, wie viel das ist? Ja, hier hat einer falsch geparkt. Das Fahrzeug wurde dann kurzfristig, kostenpflichtig entsorgt. Der hatte irgendwie seinen Quad falsch geparkt. Der stand immer im Weg. Und dann habt ihr einen Stapler genommen, habt das Quad genommen und oben aufs Toolcase gestellt. Und der war auch über das unbeholfen. Und? Aber er hat seine Lektion gelernt. Der hat nie wieder. Warst du das? Nee, ich war das nicht. Ich bin ja immer ach zu so, Fuß. Entschuldige, könnte doch sein können. Weil, immer ne, zu ich Fuß. Hatte gedacht, weil unbeholfen kam. Das hatte ich so jetzt mit dir verbunden.
mach weiter. Holger, hast du schon Frühsport gemacht? Ja. Hast du schon deinen Namen getanzt heute Morgen? Ein Dreieck. Das ist gut. Läuft alles so wie geplant? Ja. Sonne scheint, alles ist gut. Schwitzt du? Ist warm, ne? Ja, Tauwetter für Dicke. Oh. Thomas ist Rock'n'Roller, der kann auch mal einen guten Witz, den man auf seine Kosten macht, gut ab. Er kann ja auch gut austeilen. Also wer gut austeilen kann, muss auch gut einstecken können. Und Thomas ist für jeden guten Witz zu haben. Und ich sage ja immer, lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren, ne? Thomas, hast du Pech gehabt. Guck mal, das sind Ernie und Bert. Nee, wie heißen die noch hier? Siegfried und Roy. Nee, Black und Decker. Jetzt das Wort zum Sonntag. Zu lobpreisen das Feld. Denn es ist trocken. Aber wo fällt? Da fällt mir gar nichts mehr ein. Ich mache jetzt Feierabend. Every year we are coming here. This is our land. This is holy land for every metalhead all over the world. We are a big fucking family. ...2008 war das Jahr, in dem endlich ein ganz großer Traum wahr wurde für viele Metal-Fans, die nach Wacken kommen. Iron Maiden zum ersten Mal auf dem Holy Ground. Es war unfassbar. Und egal, wo du standst und wie weit du gucken konntest, du hast nur Menschen gesehen. Und auf 2009 freue ich mich ganz besonders, denn es war das erste große Jubiläum in Wacken. 20 Jahre Heavy Metal, fast, hart und laut auf dem Holy Ground 2009. Geiles Jahr. Ich freue mich ganz besonders. Wo treten die Ölmädels auf hier, die Ölcatch-Mädels? Ich weiß nur, dass Anton ja Cherise Paula geschwängert hat.